möchten alle ganz herzlich zu unserem Typo3-Camp 2017 in Essen begrüßen. Wir sind stellvertretend erstmal so der Vorstand von der Typo3 User Group Rhein-Ruhr, das heißt der Ingo Schmidt, der Michael Jonas und ich halt. Wir drei haben so die ganz große Mütze auf quasi über diese User Group und als Vorstand halten wir die Köpfe hin. Aber wir haben natürlich ein ganz großes Team, was noch hinter uns stand bei der ganzen Planung des Camps und dazu werden wir nachher auch noch kommen. Aus meiner Perspektive möchte ich erstmal ganz doll sagen, nutzt die Chance. Wir haben auch diesmal ganz viele, die das erste Mal dabei sind. Wir haben auch Wiederholungstäter natürlich da und immer ganz toll, die wieder zu sehen. Seit 11 Jahren. Das ist kontraproduktiv. Genau. Gerade die, die das erste Mal so ein Barcamp erleben, es wird vieles neu sein. Wenn man sich schon ein bisschen länger in der Typo3-Community oder mit Typo3 beschäftigt, werden einem Namen über den Weg laufen. Und im Prinzip habe ich ja vor 11 Jahren mit Typo3 begonnen. Mein Kontakt zur Community so nah über ein Barcamp war wesentlich später. Das hat gut 6 Jahre gedauert. Und dann, wenn ich dann so Namen hörte, man kannte die Erweiterung, man hatte da ständig was gelesen, mal sich über Twitter oder sonst was ausgetauscht. Da bin ich nicht unbedingt zu demjenigen gegangen und habe sofort gefragt. Also irgendwo hatte man da so, ganz weit oben mit dem, kann man den überhaupt ansprechen. Das legt es einfach gnadenlos ab. Nach den 11 Jahren kann ich einfach sagen, so eine coole Community kenne ich eigentlich gar nicht. Und das ist egal, ob fachliche oder andere Sachen. Gerade auch in den letzten 2 Wochen habe ich also noch einiges erlebt. Es sind wirklich die tollsten. Nutzt es, nehmt den Spirit mit, haut jeden an, wenn ihr Fragen habt. Und deshalb von meiner Seite nur ganz, ganz tolles Wochenende. Und jetzt darf der Ingo erstmal weitermachen. Also, dass so ein Barcamp überhaupt funktioniert, müssen wir uns ganz doll bei den Sponsoren bedanken. Und da fange ich einfach mal an bei unserem Platinum-Sponsor, Ameus. Einmal kurz klatschen, ganz laut. Zusagen von den Sponsoren gekriegt haben, dass wir auch unheimlich schnell planen konnten. Jetzt. Ich möchte euch noch mal kurz die Leute dahinter vorstellen, die das Ganze organisiert haben. Die meisten von denen haben so ein graues T-Shirt heute an, damit ihr auch zuordnen könnt. Wir haben einmal von dem Verein, den Vorstand, das ist die Karin, unser Schatzi, der Michael und ich. Und wir haben Michael und Adnan, die sich unheimlich um die Krise von neuen Sponsoren gekümmert haben. Also gerade großen Applaus. Wir haben Monika, Sebastian und Benny, die sich um die Webseite gekümmert haben, um die Inhalte, um das Aussehen, um die Zuckerbau. Wir haben Anne und Carlos, die sich um die Texte, Werbemittel und den ganzen Orga gekümmert haben. Jarek und Bernd haben sich um die ganzen Fotosachen gekümmert. Die haben ihr ganzes Equipment hergebracht und machen Videos und Fotos. Und ich würde euch auch alle, die als Team hier sind, einfach mal bitten, geht auch heute nochmal runter, macht ein paar Teamfotos, dass ihr einfach mal eine schöne Erinnerung habt.
neben den Fotos, die wir von einzelnen Leuten gemacht haben. Das macht Spaß, man kann da lustige Sachen mitmachen. Wäre vielleicht gar nicht schlecht. Gute Tradition ist es, dass wir auch diejenigen oder diejenigen vorstellen, die das Logo gemacht haben. Das ist in dem Fall Annika, die hat das Logo in Kanada gezeichnet für uns mit viel Arbeit, viel Iteration und auch nochmal vielen Dank dazu. Dazu kommen noch die ganzen Helping Hands hier, die heute Registration gemacht haben, aufbauen, abbauen morgen. Auch nochmal vielen Dank. Ohne euch wird das Ganze nicht funktionieren. So, jetzt müssen wir noch so ein paar Orga-Sachen erklären. Ich habe ja ganz viele Zettel. Ja, erstens, das ist hier ein offenes Haus. Das heißt, wir sind hier nicht allein, hier sind viele andere Leute. Wir sind auch nicht alleine im WLAN. Das heißt, erstens sorgt dafür, dass eure Rechner geschützt sind. Man weiß nicht, was ihr sonst noch so rumspringt. achtet so ein bisschen auch auf eure Sachen. Bei vielen Typo3-Events kann man das MacBook einfach auf dem Tisch stehen lassen. Das kommt nicht weg. Weil hier noch fremde Leute sind, würde ich einfach mal ein bisschen mehr aufpassen als sonst. Nehmt auch Rücksicht auf die anderen, also das heißt so nach der Session vielleicht mal auch die Tasse wieder rausräumen und wegräumen, nach dem Essen die Teller und Sachen wegräumen, abends das Bier wegräumen, das gehört ja einfach dazu, wir kriegen einen relativ günstigen Kurs für alles, das Ganze ist, wie ihr gestern gesehen habt, toll organisiert und da muss man auch ein bisschen mithelfen, damit ihr das Ganze hier machen könnt. Nehmt Rücksicht, heißt auch, schaltet das Handy zumindest auf lautlos in einer Session. Ich würde gerne das Vereinbarung machen, wer es nicht macht und angerufen wird, der zahlt heute Abend eine Kasten Bier. Ist das okay? Im Vorschlagformat ist es besser, wir verticken das Telefon, da braucht man einen Sponsor weniger. Wir haben ein kleines Problem gestern, einen kleinen Fehler gemacht gestern bei den T-Shirts. Einige, die ein L kriegen sollten, haben ein XL-T-Shirt gekriegt. Also bitte vielleicht nochmal kurz gucken, wer gestern T-Shirts gekriegt hat. Die sollten wir vielleicht heute nochmal tauschen. Einfach mehr Essen beim Buffet. Mehr Essen beim Buffet geht natürlich auch. Wir haben noch T-Shirts von den letzten Jahren und Taschen. Die können unkörperlich erworben werden. Und wenn wir morgen absehen können, wie viele T-Shirts und Taschen wir noch über haben, in welchen Größen, können die auch noch körperlich erworben werden. Heute Abend haben wir den Raum, den ganzen oberen Bereich hier für uns alleine, wir kriegen Buffet hier hingestellt. Wir haben hier eine kleine Musikanlage, wer möchte, kann dann sich hier um... Nicht mit... Nein! Kein Wolle Petri. Einige. Nicht nochmal. Okay, also... wir haben ja dank Jochen Weiland so eine kleine Abendbeschäftigung. Wer halt nicht Musik hören möchte, das heißt, wir können Skat und Doppelkopf spielen. Vielleicht finden wir heute Abend auch den Meister. Und ich hatte angekündigt, wir machen ein kleines Whisky-Tasting. Also jeder, der da mitmachen möchte, hat die Aufgabe, ein Whisky mitzubringen und ein ordentliches Glas. Ich zeige mal, was ein ordentliches Whisky-Glas ist. Ich möchte keinen hier sehen, der... Es gibt zwei Typen von Glas, die erlaubt sind. Wer hier mit so einem komischen Kunststoffglas kommt, der kann direkt wieder gehen, egal was für ein Whisky er hat. Weizenbierglas geht nicht. Das Ganze wird hier organisiert vom Verein und wenn ihr alle in eure Tasche geguckt habt, habt ihr einen Mitgliedsantrag da drin. Und wenn ihr uns unterstützen wollt und dafür sorgen wollt, dass wir das die nächsten Jahre auch hinkriegen, würden wir uns natürlich über Mitglieder sehr freuen. So, jetzt habe ich den ersten Stapelzettel weg. Ich habe gerade noch einen Zettel Info gekriegt, das nächste
26. und 27. Januar in Dresden und ab Montag soll es wohl die Karten geben. Insofern, wem das hier richtig toll gefällt, der kann sich Montag direkt fürs nächste anmelden. So, normal ist ja ein Barcamp so, dass man sich jetzt vorstellt. Also jeder sagt etwas über sich und erreicht das Mikrofon rum. Wir sind das größte Barcamp hier von den Typo 3ern mit 230 Leuten. Wenn man sich jetzt vorstellt, jeder sagt 30 Sekunden, was sind wir wirklich heute Mittag noch beschäftigt. Also lassen wir das bleiben. Wir machen aber eine etwas andere Vorstellungsrunde, so damit man so ein bisschen nochmal die Namen dazu hat oder weiß, wer dazu gehört. Also ich würde jetzt zum Beispiel gerne mal wissen, wer ist denn von Mittwald da? Bitte mal aufstehen oder Hand heben. Wer ist von Business Unicorns da? Ah, super. Wer ist von Ameos da? Wer ist von Marketing Factory da? Wer ist von Move Elevator da? Wer ist von Jochen Weiland da? Jay Weiland. Nicht so bescheiden hier. Wer ist von Team BFB da? Wer ist von Plusswerk da? Und wer ist von Rexfeed da? Geht weiter hier. Wer ist von Q3i hier da? Christoph. Mindshake. Die Herde Rheinschafe. Z3-Con. 4,20 Meter. Christian Rheinland. Und Überblick. Jetzt noch einmal die Silbersponsoren, alle gleichzeitig aufstehen. Alles. Alle winken. Super. Alle glänzen. Ihr habt jetzt euch natürlich gemerkt, wer zu wem gehört. Das heißt, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, geht ihr da einfach hin. Wir müssen uns auch bei den Sponsoren bedanken für das wirklich vollgefüllte Goodie-Bag. Da sind relativ spannende Sachen drin. Ja, guckt es euch mal an. Das Kartenspiel habe ich natürlich schon erlebt. So, ich möchte noch so ein bisschen wissen, wer ist denn aus Essen? Okay. Wer ist denn aus Nordrhein-Westfalen? Wer ist aus dem restlichen Deutschland? Und wer ist nicht aus Deutschland? So. Wessen erstes Typo 3 Camp ist das? Wer von denen war bei der Einführung mein erstes Typo 3 Barcamp? Wer braucht noch was erklärt? Wer traut sich? Wessen zweites Typo 3 Camp ist das? Ich glaube, ich kann das zählen. Wessen drittes? Viertes? Mehr als fünftes? Mehr als fünftes? Okay, also bitte auch an die alten Hasen, dass er vielleicht mal die Newcomer ein bisschen an die Hand nimmt und die Scheu nimmt. Denn Barcamp lebt davon, dass man miteinander spricht, sich austauscht, guckt, dass man auch Leute mitnimmt, auch mal Themen reinbringt, die einfach so vielleicht noch nicht so ganz passen. Das Gleiche würde ich jetzt noch mit Jahre Typo 3 nochmal versuchen. Wer macht noch gar kein Typo 3? Okay. Also wer ist seit einem Jahr dabei? Seit zwei Jahren? Das ist ja übrigens nichts Schlimmes. Nee, das ist alles gut. Also schlimmer ist eher, wenn du seit drei Jahren? Seit vier Jahren? Fünf?
Mehr als 5? Mehr als 10? Okay. Super. Schön. Wer ist denn schon zertifiziert? Also wer ist denn schon zertifizierter Developer? Okay. Wer ist denn zertifizierter Integrator? Wer ist zertifizierter Editor? Okay. Und wer ist zertifizierter Consultant? Ah, gut. Wollt ihr weitermachen? Was? Wer macht denn heute eine Prüfung? Wer macht denn heute eine Zertifizierungsprüfung? Also es müssen irgendwie so 10 Leute sein. Zeig doch mal bitte auf. Richtig. Hallo. Okay, ich fehle wohl noch ein paar. Wir fragen heute Abend nach, ne? Wer macht die Fragen? So, wer hat das WLAN-Passwort? Und hier, das UPH-WLAN-Passwort. Okay, wer hat es nicht? Gut. So, jetzt ist die erste Aufgabe, dass alle, die es nicht haben, bei jemandem, der es hat, fragt, was denn das WLAN-Passwort ist und das WLAN entsprechend auf dem Handy oder welcher einrichtet. Ich glaube, dass Sie wissen, was der WLAN ist. Ja, aber Sie müssen es erstmal haben. Nein. Also, ich habe es okay, also ich erkläre mal, wo man das WLAN-Passwort findet. Also entweder findet man das WLAN-Passwort bei jemandem, der es hat, oder an jedem Raum ist ein Rechner und da steht unten drunter das WLAN-Passwort. Da kann man es entsprechend abtippen. Oder unten in der, an der Theke kriegt man Zettel, wo es drauf steht. Wir können es uns vielleicht auch mal aufschreiben, wenn das ein Problem ist. Ja. Okay, das WLAN-Passwort, nee, das kann man nicht sein, das schreibe ich auf. Ich reiche einen Zettel durch, wer es haben will. Wer braucht noch ein WLAN-Passwort? Gleich mal weiter. So, jetzt bin ich mit meinen Zetteln durcheinander. So, Barcamp. Barcamp heißt ja, dass jeder was mitbringen, jeder was fragen kann, jeder ein Thema vorschlagen kann, dass es auch nicht hundertprozentig durchgestaltete Präsentationen sein müssen, sondern man kann auch einfach mal eine Gesprächsrunde, einen Arbeitskreis, eine Weilerunde oder sonst was, einen Austausch einfach mal machen, wenn es um bestimmte Themen geht. Insofern kann jeder sich ein Thema wünschen, jeder ein Thema mitbringen, danke. Jeder auch, ich sag mal, sagen, das und das möchte ich oder möchte ich nicht. Und jeder ist eigentlich auch gefordert, dann auch aktiv mitzumachen. Also es geht nicht darum, dass hier vorne jemand den Hampelmann macht und irgendwie was erzählt und alle da ganz sitzen wie in der Schule, sondern es soll ein Austausch stattfinden, man soll miteinander sprechen, diskutieren. Das ist der Stil eines Barcamps. Insofern wäre jetzt aber meine Frage, wer hat denn so ein Thema vorbereitet, was er gerne vorstellen möchte? Ja, gerne. Wer möchte denn was Spezielles hören? Ist ja keiner irgendwie hingekommen und hat gesagt, das Thema hätte ich gerne mal gehört? Alles gut, okay. Das wird eine kurze Kette. Ja, das wird schön. Genau, wir gehen nahtlos zur Abendveranstaltung. Also, für die, die noch nicht beim Barcamp waren, jetzt gibt es so diese Runde, wo man Themen vorschlägt, wo man nach vorne kommt und sagt, okay, das, jeder stellt sich kurz vor, sagt, das ist mein Thema, das würde ich gerne vorstellen. Dann wird abgefragt, wie viele da Interesse haben und entsprechend des Interesses hängen wir das Ganze dann im Rahmen des Sessionplans auf, damit das entsprechend passt. Wir haben den Teil des Raums hier schon gesperrt, weil da entsprechend die Prüfungen stattfinden. Alles andere ist entsprechend frei. Und ich hätte gesagt, wir machen bis 17 Uhr, vielleicht bis 18 Uhr, das müssen wir einfach mal gucken, wie wir das machen können. Genau. So.
gleich diese Zettel und Stifte. Du hast das. Dann fangen wir mal an. Hallo, guten Morgen, ich bin der Jens. Ich habe einen Wunsch, habe ich eben schon beim Frühstück gemacht und habe gesagt, schlag es bitte als Session vor, es hat bestimmt für viele Interesse. Und zwar habe ich verschiedene Content-Elemente mir mal so zusammengebastelt, alle auf eine Seite und möchte jetzt die verschiedenen Wege kennenlernen, wie ich die in Typo 3 integriere. Da haben sich ja schon einige so halb, sei es Benny oder unser Schnitzler. Also einige haben sich schon bereit erklärt. Wer könnte dazu was sagen? Wer mag eine Session dazu machen? Pauline war schon mal einer. Benjamin? Ja, er meldet sich freiwillig. Also Benjamin will auch. Was? Ja, ja, genau, genau. So, ich übergebe das Mikro an dich, dass du sagen kannst, wie es aussieht. Ich habe gerade nicht zugehört. Was soll ich denn erzählen? Also ich kann euch erzählen, wie man Content-Element baut. Also, wer will das? Okay, danke. Guten Morgen. Ich nehme nachher die Konzernprüfung ab. Peter ist mein Name. Und zu dem Thema gibt es auch was Neues. Ach so, hier. Zu dem Thema gibt es auch was Neues, das Consultant-Programm, was man drauf haben muss, wenn man erfolgreich die Prüfung bestehen will, wird ein bisschen erweitert um das Thema Requirements Engineering, Anforderungsmanagement. Das heißt, das ist was für die Product Owner oder Projektleiter oder wie ihr euch immer nennen wollt. Es hat nichts unbedingt mit Agil zu tun, sondern ist das Handwerkszeug und da mache ich ein Anforderungsmanagement 1 und 1. Wer hat Interesse? Gut. Danke. Wer noch? Also komm, mit zwei Sessions reichen mir nicht. Wieso war das denn? So, also, du auch. Gerne. Ja, hi. Ich bin der Jens von Mifferl. Wir haben in den letzten drei Jahren, also für diejenigen von euch, die uns nicht kennen, wir machen Hosting, unter anderem für die Türkei. Und wir haben in den letzten drei Jahren eine neue Cloud-Infrastruktur für Agenturen, speziell für Agenturen entwickelt. Und dabei sind wir für uns ziemlich neue Wege gegangen. Wir haben von A bis Z mit Design Thinking gearbeitet, haben also wirklich vom ersten Tag an Agenturen mit einbezogen, Kunden mit einbezogen und würden gerne einmal kurz die, ja, das, was da rausgekommen ist, präsentieren und auch dabei mal berichten, wie wir mit Design Thinking zurechtgekommen sind, wie wir da vorgegangen sind und euch da einfach mal einen Einblick geben. Und ich kann schon mal verraten, es gibt auch Astronautennahrung. Also alle, die schon mal Astronautennahrung probieren wollten, gerne nachher dabei sein. Und Schubtabak haben, genau. Wer hat Interesse? Ich würde dazu sagen, ich habe das ja von innen gesehen, ich finde das ziemlich game-changing. Also ich war in der glücklichen Situation, mir das angucken zu können, was die da gebaut haben und das habe ich tatsächlich im Hosting-Umfeld noch nie gesehen. Und ich finde es gerade für Freelance-Agenturen und Endkunden ziemlich clever. Also sollte man definitiv sich mal angeguckt haben. Ja, danke schön. Und wie viele wollen es jetzt sehen? Nach den warmen Worten. Alles klar, ja, ich glaube, vielen Dank, wir sehen uns nachher. Sebastian hat noch die ganzen, die sich schon vorher gemeldet haben. Ja, wir haben dieses Jahr die Möglichkeit gehabt, Sessions vorab einzurichten, einzureichen. Und da haben wir so eine ganze Liste an Teilnehmern, die sich schon was angemeldet haben. Ich lese jetzt einfach mal vor, was so reingekommen ist. Agenturen Freelancer Maßnahmen von Sven Wappler. Ist der da? Ja, bitte. Willst du noch was zu ergänzen, dazu sagen? Komm da vorne. Als nächstes haben wir noch was von Herrn Vinay Kopp. Closure Script Development Experience, der kann dann auch mal nach vorne kommen. Continuous Integration Training von Daniel Siegmann und Roland Goller. Dann haben wir noch die Mystify Type 3 for Rookies, nochmal von Daniel. Dann haben wir Grenzen setzen und Nein sagen von Olli Klee. Installation des Basissystems von MM, keine Ahnung. Halt, sag doch mal kurz, was ihr machen wollt, weil das ja. Eine Thema reicht mir raus. Ja, wir brauchen vor allem auch die Teilnehmerzahl, sonst können wir das nicht abschätzen.
Nochmal vom Wiener per Polyglot Test-Driven Development Cutters. Regeln und Raufen von Olli Klee, Selbstmassage von Olli Klee. Test-Driven Development von Olli Klee, dann haben wir noch was zu Testing. Das war gewünscht dir was. Und dann kommt nochmal Typo 3 an der Route for Rookies und Umstieg WordPress auf Typo 3. Okay, moin. Ich bin ja nicht unbedingt aus dem Typo 3 Umfeld, wollte aber trotzdem gerne was beitragen. Und das Thema, das ich vorgeschlagen habe, war JavaScript. Und zwar, ich arbeite meistens eher im Magento-Umfeld. Und es geht darum, wie kann man ClojureScript, also Lisp, in eine bestehende Plattform integrieren. Könnte jetzt Typo 3 sein oder irgendwas. Ist ein Lisp kompiliert zu JavaScript und für mich war die Motivation, nach einem besseren Weg zu suchen, Sachen schneller, besser, schöner zu machen, mit mehr Spaß und ein bisschen Lisp in ein Produktivsystem, das wirklich arbeitet, reinzuschmuggeln. Also wer sowas Interesse hat, ja, ClojureScript-Vortrag. ClojureScript, ja? ClojureScript, genau. Das ist, Clojure ist ein Lisp und das kann dann verschiedene, naja, ich erzähl's nachher. Endlich mal wieder Klammern. Target Audience auf jeden Fall Entwickler. Ja, also man braucht kein Backend. Wobei nicht unbedingt, JavaScript oder PHP ist eigentlich egal. Bisschen JavaScript-Erfahrung sollte vorhanden sein. Aber ich denke, das ist, kann eigentlich fast als gegeben vorausgesetzt werden bei Entwicklern heutzutage. Ja, hi, ich bin Daniel von Markt & Factory. Wir bieten euch heute eine kleine Session zum Monitoring vom Typo 3 an. Wir haben einen Metrik-Exporter für Typo 3 geschrieben, also eine Extension, die Metriken an Prometheus exportiert und wir die ganzen Typo 3 Installationen, auch Typo 3 Installationen mit Prometheus, einem Time Series Database Monitoring System, monitoren können. Ja, wir bieten eine kleine Session an, würden euch mal Prometheus vorstellen. Die Extension, die wir geschrieben haben, die ist Release-Candidate-Beta-Status, aber ist fast soweit durch. Also ist auf jeden Fall schon auf GitHub verfügbar, öffentlich. Ist auch Open Source, also ihr könnt natürlich auch contributen. Wir hoffen uns auch ein bisschen Input von euch, ja, zu wissen, was wir noch weiter monitoren können. Das Ganze bietet auch eine Integration an Extensions, das heißt, ihr könnt euch da auch reinhängen, eure eigenen Metriken reinhängen und ja, ich will euch das Ganze mal ein bisschen zeigen, ein bisschen Frontend von, also wir machen Grafana auf Prometheus, dann könnt ihr ein bisschen schöne Graphen sehen und so, wie das interessiert. Interesse? Jemand? Wow! Okay! Hallo, ich bin Oliver. Die erste Session, die ich anbiete, ist Test-Driven Development, testgetriebene Entwicklung. Das ist eine Einsteiger-Session mit PHP Unit. Es geht darum, warum sollte ich überhaupt Tests machen, warum sollte ich die zuerst schreiben, nicht erst ordentlich programmieren und dann noch die Tests dafür schreiben und wie ist die Denke dabei und wie mache ich das, dass ich dabei nicht irgendwie erst 3 Wochen Tests schreibe und dann 3 Wochen programmiere und wie bin ich dabei produktiv. Absoluter Einsteiger. Session, wer hat Interesse? Okay. Also, die zweite Session, die ich anbiete, die ist optimalerweise nachmittags, die ist Rangeln und Raufen. Ja! Da ging es darum, einfach miteinander zu spielen, sich ein bisschen zu bewegen. Ich habe ziemlich viel Kampfkunst gemacht, da werde ich einiges davon zeigen. Also Sachen, wie man sich befreit, wenn jemand einen festhält, wie man das Gleichgewicht hält, wie man findet, dass einen jemand berührt. Solche Sachen, es wird einfach spielerisch sein, ein bisschen miteinander Spaß haben, sich bewegen. Und damit werde ich die ganze Zeit rumsitzen und einen dicken Bauch vom leckeren Buffet kriegen. Wer hat Interesse? Okay, das sind relativ wenige. Ja, guten Morgen.
Hallo zusammen, wir sind Roland und Daniel. Wir würden euch Continuous Integration mit GitLab in der Live-Demo direkt zeigen und danach einen Talk halten, warum automatisierte Tests und Deployments wichtig für die Gesundheit von Programmierern sind. Wer hat daran Interesse? Ja, mein Name ist Daniel, wie gerade schon gesagt. Ich hätte noch den Talk Demystifying Tapestry for Rookies, das heißt zu zeigen, warum funktioniert Typo 3, wie es funktioniert, vom Einstieg, wie kriege ich eine Ausgabe, warum werden meine Inhaltselemente dargestellt, wie mache ich Ajax, wie ich die Grundlagen und warum sie so funktionieren, wie sie funktionieren, damit man es auch versteht und nicht nur anwendet. Und dann eventuell auch selber auf Ideen kommen, was man damit noch machen könnte und so weiter. Geht für Rookies los, weil es halt wirklich von Null an anfängt. Wer hätte da Interesse dran? Ja, morgen. Sven, mein Name. So, ich bin jetzt schon seit 12 Jahren ungefähr als Freelancer tätig. Seit über 2 Jahren wirklich Vollzeit, würde ich mal sagen. Und jedes Mal, wenn ich auf Typo 3 User Groups unterwegs bin, habe ich so, wenn ich mit Kollegen dann eben spreche, den Eindruck, ja, dass sie nicht immer so zufrieden sind halt. Ne? Es gibt typische Probleme, die beruhen auf Kommunikationsprobleme und so weiter. Aber dann fallen halt so Sätze wie, ja, ich arbeite gerne mit jeder Agentur zusammen, wo es nicht ganz so schlimm ist wie bei der jetzigen. ja. Also deswegen, das habe ich jetzt gewogen, so ein paar Beispiele zusammenzutragen halt, die ich so gehört habe. Ich habe Kollegen gefragt und ich bin der guten Hoffnung, dass man das eigentlich beheben kann, beziehungsweise halt aus dem Weg gehen kann und so weiter und dass das Ganze etwas besser funktioniert, weil ich habe so den Eindruck, die Nachfrage an Typo 3 ist gestiegen, finde ich zumindest. Gut, die Guten sind immer schwer zu haben, finde ich, aber die will man ja auch halten. Und ich möchte etwas gegen Agenturhopping quasi unternehmen. Deswegen ist dieser Talk eigentlich für Agenturen, aber auch halt für Freelancer oder unter auch Mitarbeitern halt ganz nützlich eventuell. Ja, deswegen der Titel halt Agenturen, Freelancer, wie kann es klappen? Und ja, bin da gerne... bin da gerne an Informationen auch von eurer Seite interessiert, also wie ihr gewisse Probleme löst. Ja, wer ist daran interessiert? Hi, guten Morgen, ich bin Martin, mache schon lange Typo 3 und mache das auch gerne deshalb, weil man bei Typo 3 immer irgendwelche neuen Rätsel lösen kann. Warum bauen Sie es hier ein? Eins dieser Rätsel, wo ich einfach selber nicht zugekommen bin, ist für mich Composer. Ich würde gerne etwas über Composer hören von jemandem. Also, ich bin also hier nach dem Motto, wünsch dir was und ich hätte gerne was zu Composer. Vielleicht frage ich mal überhaupt, hat jemand die gleiche Frage? Möchte jemand sonst noch was zu Composer hören? Ja, das sind doch eine ganze Menge. Ich hätte eine Frage dazu. Also ich habe zwei Varianten. Einmal eine mit... Beide? Ja. Ich zeige gleich. Also ich hätte eine Variante, die ich schon auf den DevDays gemacht habe, wo es ein bisschen... ist der Schwerpunkt Automatisierung, weil ich finde, dass Composer ein gutes Tool ist. Das wäre eher für Leute, die mit Composer schon mal ein bisschen gearbeitet haben und die vielleicht noch ein bisschen tiefer einsteigen möchten. Also Composer Typo 3 Konsole, das wäre die eine Variante. Und die andere, die ich dann spontan machen würde, wäre Composer für Einsteiger. Also warum überhaupt? Die sind eigentlich beide gut. Erst die Einsteiger und dann die Einsteiger.
kommen, die tatsächlich auch ihren Laptop aufklappen und mitmachen. Das wäre hilfreich. Einfach nur erzählen, das ist dann habt ihr weniger damit. Okay, fragen wir danach erstmal nach Interesse. Composer für Einsteiger, wer ist interessiert? Hello. Okay. Und das zweite Thema wäre dann mehr etwas fortgeschrittener Composer im Sinne von Automatisierung. Konsole. Ja. Nie wieder klicken. Okay, also was Mathe sagen will, ist für den Klicken auf einem höheren Niveau dann. Kannst das auch mit einer Bildschirmtastatur machen, wenn du möchtest. Okay, welche Uhrzeit? Helmut, hast du eine Präferenz uhrzeitmäßig? Nicht die erste Session. Kriegen wir hin. So, wir haben jetzt zwei Schlangen, richtig? Zwei weitere Schlangen, da und da. Ich habe jedes Jahr hier gestanden. Das Sponsoren ist halt. Ich hätte eine Session anzubieten über JSON REST APIs. Die meisten Entwickler benutzen sie ja ab und zu mal. Vielleicht. Aber ich möchte eigentlich eher darauf hinaus, was macht eine gute JSON REST API aus? Wie baut man sie? Was gibt es da vielleicht für Standards, damit das Ding einfach geil wird? Wer hat daran Interesse? Okay. Ich habe noch eine andere Geschichte, und zwar in Hamburg haben wir ein Battle gemacht, und zwar E-Commerce und Typo 3. Das heißt, wir haben mal vorgestellt, oder diejenigen, die sich darum gekümmert haben, zum Beispiel Expert, glaube ich, ist Daniel, ist irgendwo. Commerce war beim letzten Mal in Stuttgart auch mit dabei. Lina, du machst Magento. Und ich würde das so als offenes Panel machen. Also jeder kann Fragen stellen. Und diejenigen, oder wir würden sie dann eben alle der Reihe nach beantworten und sagen, okay, ist dafür geeignet, ist dafür besser geeignet. Wer hat denn an sowas Interesse? Okay? Gut. Morgen! Ich hätte wie immer einen Stapel-Sessions, will mich da aber gar nicht auf so die Sachen festlegen. Kurze Frage, wer arbeitet mit Elasticsearch? Okay, da hätte ich, also ich würde zwei Sessions vorschlagen, aber nur eine machen, weil hier genug andere Leute sind, die auch noch Sachen machen wollen. Also ich könnte zum einen Elasticsearch Management mit Elasticcorn mal zeigen. Das ist ein Index-Manager, den wir auch geschrieben haben, ist auch Open Source, nimmt euch einen Haufen Arbeit ab. Die andere Variante ist ein bisschen themenfremder, nämlich Content-Marketing. Berät irgendjemand seine Kunden in Content-Marketing und hat Interesse da mal an regem Austausch? Pass auf, dann machen wir jetzt das lustige Handspiel. Content-Marketing, so... Nee, das sind zwei Sessions. Ja, das ist, siehst du, deshalb war mein Content-Marketing schlecht, weil die Information nicht rüberkommt. Alternative Elasticsearch. Holy shit. Holy shit. Zwei Tage. Genau. Im Zweifel machen wir Content Marketing, so wie Platz ist. Dann mache ich das als optionale Session und der Plan kommt dann ja später. Top. So. Wo sind wir? Party! Hallo. Morgen, Harry. Ja, also ich stehe hier so ein bisschen in Vertretung. Wir waren in Stuttgart auf dem Camp und haben da was vorgestellt, wie wir uns überlegt haben, wie wir Projekte initialisieren. Also man steht immer vor dem Problem, dass man gewisse Sachen immer irgendwie braucht und auf der Suche nach dem perfekten Image für eine Typo3-Installation ist und haben uns da unsere Gedanken gemacht, haben es in Stuttgart vorgestellt, haben da ziemlich viel Feedback bekommen, positiv und negativ, und daraus entstanden ist eine kleine Gruppe von vier oder fünf Leuten, die das so ein bisschen weiterentwickelt haben. Das Ganze nennt sich Startpilot und ist einfach sowas wie ein Basissetup für Typo3,
wie wir uns vorstellen, dass es vernünftig und wichtig ist. Das bedeutet, also wir haben die nötigen Typoskripte, die Ordner und so weiter und so fort und auch ein Setup für SAS-Compiling und sowas, also am Ende rauskommen tut ein minimales Web, was quasi ja, gedacht ist für Agenturen, die einfach ein vernünftiges Setup haben wollen, das immer in der Basis dasselbe ist. Und das haben wir jetzt entwickelt seit Stuttgart, wie gesagt, mit 5 Leuten und würden es gerne vorstellen, also nicht ich, sondern die Leute, die es am Ende wirklich entwickelt haben. Und die Frage ist, ob da Interesse besteht. Ich wünsche den Vortragenden viel Spaß damit. Mein Name ist Joe. Einige von euch, vielleicht auch ein paar mehr, werden mich kennen als diejenigen, der Grid Elements verzapft hat. Ich muss zu meiner Schande. Jetzt kriegen die Eier, genau. Nein, der Punkt ist, die gute Nachricht ist, wir haben inzwischen genügend Sponsoren, dass wir jetzt mit 10 bis 8 das Ding endlich an den Start kriegen. Das heißt, wir sind jetzt gerade dran, was zu bauen, würden da gegebenenfalls auch noch die ein oder andere Geschichte berücksichtigen können. Geht aber eigentlich um was anderes. Wir haben jetzt so zwischendurch nochmal Diskussionen gehabt, wo es halt auch um Usability geht, die auch von Grid Elements teilweise so ein bisschen eingeschränkt wird. Mir geht es darum, ich würde gerne mal so Wünsche sammeln, damit wir bei CMS 9 nicht das gleiche haben wie jetzt, dass wir nicht lange warten müssen, bis was kommt, sondern dass wir jetzt schon in die Phase gehen können, wo wir Features da reinschmeißen, die dann eben so Sachen verbessern wie bei Nested Content muss ich erstmal 3 Screens runterscrollen, bis die erste Überschrift kommt oder so. Also Dinge würde ich gerne damit reinnehmen. Wer da speziell auf Grid Elements bezogen. Speziell auf Grid Elements bezogen, aber eben teilweise vielleicht eben auch auf den Core bezogen, weil wir eben teilweise unter Dingen leiden, die im Core halt so gemacht sind. Das heißt, es geht auch um Dinge, die wir dann vielleicht mit in die User Experience Suite reinnehmen können oder die wir in andere Dinge mit reinnehmen können, um den Core da weiterzubringen. Ja. Und auch Grid Elements. Habe ich eine Bitte, wenn wir eine Wünsche was das ist der Punkt, genau. Also wer sich da was wünscht, darf natürlich auch gerne mit daran arbeiten, das umzusetzen. Das ist der richtige Kritikpunkt von Benny. Ansonsten sitzen nämlich wieder die gleichen üblichen Verdächtigen da und dürfen es machen und haben zu wenig Zeit dafür. Wer hat da Bock drauf? Okay, sind nicht so viele, relativ überschaubare Raum. Okay, zweite Session, die ich anbieten würde heute, wäre, wir haben ein Ding gemacht, also wir haben mitbekommen, dass die Typo 3 GmbH Service Level Agreements anbietet für Typo 3. Die Hand hoch. Okay? Wer hat festgestellt, dass das vielleicht mehr Sinn machen würde, wenn das auch für Extensions verfügbar wäre, weil Typo 3 eigentlich selten alleine eingesetzt wird? Okay? Der Punkt ist nämlich, dass wir genau das anbieten wollen. Das Projekt heißt Coders Care. Wir sind da jetzt grob ein Jahr mit unterwegs, das rund zu kriegen. Kurz davor, das zu starten. Wer da sich als Entwickler daran beteiligen möchte oder sagt, hey, ich habe eine Extension, die könnte man damit reinschmeißen. Die wäre für Service Level Agreements interessant, weil es gibt viele Leute, die das einsetzen, kann sich daran beteiligen. Die anderen Zielgruppe wären halt Leute, die vielleicht sagen, hey, ich brauche sowas. Ich brauche Leute, die mir die Extensions, die ich im Einsatz habe, so weit absichern, dass ich auch in 3 Jahren noch sagen kann, okay, das Ding läuft mit dem nächsten Typo 3, das dann kommt. Da sind wir halt dran, das für die Leute auch vorzubereiten. Aktuell sammeln wir schon die Entwickler ein. Also wer da Interesse dran hat, kann sich dann jetzt gerade mal kurz melden, bitte. Okay, ist auch überschaubar. Alles klar, danke. Ja, moin, mein Name ist Petra, Petra Hasenau. Ich bin seit April in der Typo 3 Association reingewählt worden. Also auch alle, die für mich gestimmt haben, fürs Expert Advisory Board recht herzlichen Dank dafür nochmal. So, und jetzt hatten wir uns überlegt, Typo 3 Association, das hat ja schon mal jeder gehört, aber was ist das jetzt genau, beziehungsweise wer steht da eigentlich dahinter, gibt es da auch Gesichter dahinter? Und bei dieser Veranstaltung, glaube ich, haben wir alleine 3 oder 4 Leute von der Association, die hier auf diesem Camp anwesend sind. Das heißt, wenn hier jetzt Leute Interesse haben und Fragen haben oder sagen, was ist es überhaupt oder was macht man da und wofür ist die gut oder nehmen die nur Gelder ein und so kann sonst gar nichts oder so, da könnte man eine Question and Answer Session machen, wenn Interesse besteht. Oder halt auch, weil wir hier mit 4 Leuten sind, man kann uns jederzeit ansprechen hier während der Veranstaltung, wenn irgendetwas ist, so in die Richtung. Ich wollte einfach mal so hier Typo 3 Association präsent hier vorne auf der Bühne, damit man da auch mal sieht, wer dahinter ist unter anderem.
die drei sind natürlich. Das ist der Peter Proll, haben wir da hinten links. Dann der Matthias Beuth-Lesniak. Wo ist er? Er ist schon weg. Oh. Okay, und der Stefan Busemann? Okay, wir waren vier gestern Abend. Und natürlich den EU. Die wichtigste Person von der Menschen. Ich mache das noch nicht so lange. Dann wählen wir dich wieder zum Üben. Guten Morgen. Morgen, Thomas. Mein Name ist Thomas. Ich hätte zwei Sessions im Angebot. Und die erste wäre, wer hat schon mal was von GitLab gehört? Also nicht Session, aber ich frage jetzt mal. GitLab. Ich würde aufzeigen, wie ich einerseits Extensions durchteste in Continuous Integration und auch deploye. Deployen bei Extensions heißt, ich lade sie ins Ter hoch. Und wie ich Projekte deploy. Das kann ich im Beispiel zeigen von der neuen Typo3-Org oder vom neuen Ter. Und da würde ich das mal vorzeigen. Wer hat denn da ein Interesse? Großraum? Echt? Okay. Die zweite Session. Wer kennt dieses Gerät hier? Schon mal gesehen? Nintendo Switch. Das ist eine kleine Spielkonsole. Geht um eine Session, wo wir einfach ein bisschen zocken. Da gibt es ein schönes Spiel drauf. Nicht viele, aber maximal 12 bis 14 Leute in der Session. Wer mal Bock hat, einfach eine Dreiviertelstunde lang zu zocken. Zwei Teams gegeneinander. Welche Spiele? Once on Switch heißt das Spiel. Wer es vielleicht kennt. Also wer hat daran Interesse? So gegen Abend. 18 Uhr, kleiner Raum. Also wer noch Lust hat, noch was anderes zu spielen, ich habe Werwolf mit dabei. Gerne. Also ich habe viel Feedback bekommen, wie man neue Sites erstellt und wie man neue Projekte mit Typo 3 aufsetzt. Und das ist total lange dauert. Und dann wurde ich von Benny Kott angesprochen, dass ich alle meine Sachen mal veröffentlichen soll, wie wir das machen. Wir haben halt viele kleine Kunden, keine so mega 100-Tage-Projekte oder 1000-Tage-Projekte, sondern wie kriegt man schnell Projekte mit Typo 3 live, also auch Sites ins HTML, ins Typo 3 rein. Und da habe ich einen kleinen Vorschlag, eine Fluid. Und gleichzeitig wäre es cool, das Ganze ist auch so eine Austausch-Session. Was macht für euch Sinn? Was sind eure Probleme beim Templating und bei der Integration von Templates mit Typo 3? Ja, hat da jemand Interesse? Okay. Dann machen wir. Also, wir haben jetzt noch ganz viele Lücken heute im Plan. Ja, das reicht aber nicht. Also wir brauchen noch mindestens so knapp 10. Willst du das wirklich vorimpressionieren? Nein, aber ich will da gerne noch ein paar drin haben, weil wir sonst mit den Leuten einfach nicht hinkriegen. 200 Leute auf zwei Räume zu verteilen, geht nicht. Das heißt, wir müssen mindestens 3 nebeneinander haben, eher sogar 4, weil sonst kriegen wir es mit den Raumkapazitäten nicht hin. Insofern würde ich gerne einfach nochmal um ein paar Vorschläge bitten. Ich war letztes Wochenende auf dem E-Commerce Camp, da waren wir zwischen 50 und 60 Leute, da haben wir den ganzen Tag mit 60 Leuten mit 4 Sessions im Blog vollgekriegt. Das sollten wir hier wohl auch schaffen. Ja, hallo, ich hätte auch noch OMXZSR als Terminal im Angebot. Mit jeder Menge Plugins kann man da auf jeden Fall sicher das Terminal bedienen. Das macht ja immer noch viele Probleme bei Entwicklern, dass sie irgendwie ihre Lesezeichen überall in einzelnen Tools setzen müssen und man kann sich einfach auf der Command-Line sehr schnell bewegen und wird dann eben halt auch sicherer und lernt dadurch viel. Wer hätte da Interesse dran? Gerade ganz vergessen zu fragen, wer hat denn überhaupt Interesse an ClojureScript? Nur wegen der Raumgröße, dass man so eine Idee hat.
Okay, kleiner Raum, super. Ich habe noch einen anderen Vorschlag, und zwar bewegt er sich mehr im Bereich Testing, das ist so, beziehungsweise Alternativen. Und zwar ist das eine eine Art Code-Spiel. Es geht darum, mit vorhandenem Legacy-Code, also alten, ungetesteten, unwartbaren Code, den zu nehmen. Da gibt es diverse Repositories, die existieren genau zu dem Zweck. Eines davon ist die Ugly Trivia Kata, nennt sich die. Das ist ein Trivial Pursuit-Spiel, furchtbar gecodet. Gerade schlecht, gibt es auch im PHP. Und es geht darum, diesen Code mit Tests abzudecken und dann Schritt für Schritt umzubauen, dass der Code wartbar und sauber ist und erweiterbar, ohne dass der Test, den man am Anfang geschrieben hat, jemals fehlschlagen. Also wie kann ich alten Code nehmen und in angenehmen Code umwandeln? Weil mit alten Code umzugehen, kommt ja leider vor. Gut, also und das Ganze stelle ich mir vor in Form von einer Mob-Programming-Session, also dass wir alle zusammen, wahrscheinlich kleine Gruppe eher, an einem Rechner arbeiten. Wer es noch nicht gemacht hat, ist vielleicht auch eine ganz spannende Erfahrung. Das wäre die eine Variante. Wie viele hätten daran eventuell Interesse? Oh, doch einige, okay. Und die Alternative, die ich mir vorgestellt hatte, wäre, es gibt so viele Programmiersprachen da draußen, die irgendwie ganz interessant ist, oder ich kenne vielleicht jemanden, der damit etwas Erfahrung hat und ganz begeistert ist. Und ich würde gerne eine Session machen, das habe ich so noch nie gemacht, aber dass sich die Interessierten treffen und sich in zwei- oder Dreiergruppen zusammenfinden und sich eine von den klassischen TDD-Katas, also so auch kleinen Übungsaufgaben, auswählen und in einer Sprache machen, zu zweit oder zu dritt, die eben nicht unsere Alltagssprache ist. Das kann ein JavaScript sein, oder es könnte Bash sein, oder Golang, oder irgendwas. Und es geht darum, den Horizont zu erweitern, im Austausch mit jemand anderem neue Dinge zu lernen und gleichzeitig TDD zu üben. Also, wer hätte eventuell an sowas Interesse? Okay, eher nicht. Gut, alles klar, dann mache ich den Programming Legacy Code. Ich habe noch einen. Einen habe ich noch. Folgende These. Webseiten sind tot, es lebt die Website. In 3 bis 5 Jahren gibt es keine Typo3-Projekte mehr oder ganz wenige mit einem Umsatz unter 100.000. Wer will das diskutieren und sich darüber unterhalten und wissen, wieso das so ist und sich darüber austauschen? Ist das die WordPress-Session? Das ist nochmal ein anderes Kapitel. Okay, kleiner Raum, wunderbar. Hallo, ich bin Sven. Ich habe einen Session-Wunsch, und zwar technisches SEO. Wir haben ja in Malmö, habe ich gehört, dass ja die Yoast-Extension jetzt auch raus ist, die Typo 3. Und ich fände es ganz interessant, dass jemand vielleicht ein bisschen erzählen könnte, ja, welche Extensions verwendet ihr und was sollte man beachten? Also nicht nur SEO-Extensions, sondern auch vielleicht grundlegend und Setup machen. Wie ist denn da so das Interesse erstmal? Technisches SEO. Das sind schon einige. Wer könnte da was sagen? Ja, ich will eigentlich nicht zu viel vorwegnehmen. Der Vortrag ist noch nicht ganz fertig. Ich wollte morgen dazu eine Session machen. Heute aber noch nicht. Dann macht ihr heute das Simon. Simon! Ja, ich bin's wieder. Und zwar habe ich einen Wunsch. Arbeitet jemand zufällig hier an der Form-Extension? Also Contributed und so weiter? Ne? Schade. Ja, ich arbeite damit aufgrund eines Projektes und erweitert diese halt. Das finde ich super praktisch, also die ist super flexibel. Von meiner Seite aus reicht es halt theoretisch, um die mal vorzustellen halt und wie man sie erweitert, so als Konkurrenz zu PowerMail und Formhändler. Das ist jetzt ein bisschen alt. Kannst du die vorstellen? Oder? Könnte ich machen, ja, genau. Aber ich würde mich auch würd mir wünschen, wenn jemand das machen würde, der daran arbeitet, aber dann haben wir ja nicht hier. Ja, okay. Ja, das kannst du vorstellen. Wer ist daran interessiert? Noch 3 schnelle Vorstellungen. Wow, das ist schnell. Den Rest machen wir dann morgen. Ja, hallo, Oliver hier. Ich hätte
zwei Sessions, die ich anbieten würde vielleicht. Eine heute, das wäre vielleicht nochmal PHP-Storm, wie man das Ganze einrichtet, so ein paar kleine Tricks, wie man vielleicht ein bisschen schneller das Ganze macht. Da gibt es so ein paar Sachen, da muss man erstmal drauf kommen, dass da bestimmte Funktionalitäten drin sind. Nimm als Erklärung rein, das ist nicht teuer. PHP-Storm ist auch nicht teuer. man kann es ganz einfach sagen, wenn man so einen internen Verrechnungssatz 40 Euro hat oder so, dann ist das Ding nach irgendwie 1-2 Stunden wieder raus. Also von daher, es spart viel Zeit und deswegen ist es ja nicht umsonst eine der beliebtesten IDEs im Typo3-Umfeld. Ich könnte zum Beispiel zeigen, wie man Schemadateien für die FluidView-Helper baut, damit man dann halt eben Autovervollständigung und Syntaxanleitung bekommt. Dann würde ich dann Typo3-Konsole dafür einsetzen, um die Schemadateien zu generieren. Das wäre eigentlich so ein Ding, was ich heute machen könnte, als Einzelschenblock. Und da ich ja schon von einem Newbie gehört hatte, er würde ganz gerne eine Session hören, so nochmal von 0 auf 100 sowas, wie es eigentlich schon gestern war, das würde ich aber dann ganz gerne morgen machen. Das wäre dann so ein Ding, dass ich dann über, vielleicht wenn ich den Blog kriegen kann, den ganzen Tag, oder zumindest so zwei, drei Blöcke hintereinander, dass ich dann einfach mal zeige, wie kann man in Typo 3 so ein Side-Package erstellen, wie kann man Templates vielleicht so als Theme-Package oben drauf packen, ein bisschen Anpassung und so weiter. Der ein oder andere hat es vielleicht schon mal gesehen in den anderen Camps, die ich so gemacht habe. Ja, ich mache das aber ganze. Ich habe das ganze letzte. Also in Hamburg habe ich von morgens bis abends durchgemacht. Also da habe ich kein Problem mit. Du hast von abends bis morgens durchgemacht. Ja, so. Volker war involviert, ja. Ja, PHP-Storm, vielleicht wie viele? Heißt? Okay, und morgen die Session? Muss mal so ganz grob. Das war was, keine Ahnung, auf 100. Und danach kannst du es. Machen wir mal nochmal. Ja, ich habe eine kleine, für einen kleinen Raum eine Session. Es gibt so einen Patch für die Version 9 von Typo 3, die macht alles kaputt, was ihr so einsetzt, wenn ihr mehrsprachig unterwegs seid. Wir schmeißen Pages Language Overlay weg, falls es jemand was sagt. Es gibt einige, die Interesse haben, diesen Patch zu verstehen. Also auf sehr corner, enger, tiefer Ebene, wie das mit den Rechten nachher umgesetzt wurde. Das würde ich ihm einfach mal vorstellen und zeigen. Die Session wird auch auf Englisch sein. Wird recht, also sehr, sehr komplex und sehr corner. Wenn es irgendwie darum geht, wie migriere ich das Ganze, dann kann ich gerne morgen da vielleicht eine größere Session machen, was eben für Integratoren oder Extension-Autoren da aufeinander zukommt. Das würde ich dann, wenn Interesse besteht, morgen machen. Das heißt, heute wäre nur so irgendwie Code-Core-Review, falls da Interesse besteht. Also ich weiß, dass es zwei, drei Leute gibt. Okay, gibt mehr. Aber ein kleiner Raum, oder?